Hallo, mein Name ist Dr. Jörg Klein-Allstede und heute zeige ich euch die Seiten Eva Pirazzi, die bekanntesten Seiten oder mit die bekanntesten Seiten auf dem deutschen Markt und auch sehr, sehr häufig gespielt. Was habt ihr von diesen Seiten zu erwarten und was habt ihr nicht zu erwarten? Zunächst mal zur Technik. Die E-Seite ist Silberstahl, die A-Seite ist Aluminium umwickelt und die D- und G-Seiten sind Silber umwickelt. Eine gute Voraussetzung für großes Volumen und gute Brillanz. Und das, was die Seiten versprechen, das halten sie dann auch. Sie sind eher auf der hellen Seite unterwegs. Und eine Geige, die nicht zu dunkel klingt von Natur aus, wird durch diesen Ton der Saiten unterstützt. Es ist allgemein so, dass die Saiten sowohl zur Geige passen müssen, also eine dunkle Geige würde eher nicht zu diesen eher hellen Saiten passen. Sie droht dann matt zu werden. Und Saiten müssen auch zum eigenen Spielstil passen. Dazu sage ich gleich noch was. Die Eva Pirazzi Saiten verfügen über eine gute, aber nicht überragende Wärme im Bass. Ihre Stärke spielen sie aber aus in den hohen Lagen der E-Saite. Das bedeutet, wenn man viel mit hohem Volumen, mit viel Ton, Violinkonzerte spielt zum Beispiel oder Etüden, die sich in den hohen Lagen der E-Saite abspielen, dann spielen diese Saiten ihre Stärken voll aus. Und sie sollten auf einer eher hellen oder mittelhell klingenden Geige aufgezogen werden, nicht auf einer dunklen. Ja, diese Saiten, wie ich bereits erwähnte, gehören zu den bekanntesten auf dem deutschen Markt. Sie sind im mittleren Preissegment einzuordnen, kosten auf der Straße, auf der sogenannten Straße, unabhängig jetzt von der Preisempfehlung von Perastro, kosten sie zwischen 70 und 85 Euro. Und dieser Preis ist auch durchaus mehr als angemessen für das, was man da bekommt. Nämlich eine sehr voluminöse, brillante Saite, die man mit etwas Technik auch tatsächlich voll ausspielen kann. Und da lohnt sich es, dieses Geld zu investieren. Es lohnt sich allerdings nicht, dieses Geld als Anfänger zu investieren, denn da würde man eher nach einer Saite schauen, die eine herausragende Ansprache bietet und die auch etwas verzeiht, insbesondere die eine unvollkommene Technik verzeiht. Und als Anfänger ist man nun mal noch etwas unvollkommen in der Technik und da würde man dann eher zu einer günstigeren Saite greifen, wie zum Beispiel Pirastro Tonica oder Pirastro Violino, die knapp die Hälfte oder noch weniger als die Hälfte kosten. Diese Saiten liefern eine viel bessere Ansprache, sind ausgeglichener, haben zwar nicht ein so hohes Volumen, aber unterstützen einen Schüler eher beim Lernen. Wenn man nach einer Saite schaut, die viel Wärme, sehr viel Wärme auf den unteren Saiten im Bassbereich liefert, auch dann würde ich zu einer anderen Saite greifen, nämlich eher zu einer Pirastro Obligato oder zum Beispiel auch zu einer Eva Pirazzi Gold. Die Goldsaiten haben ein vergleichbares Volumen auf der E-Seite und auf der A-Seite, sprechen aber noch eine Spur schlechter an, was man mit entsprechender Technik ohne weiteres kaschieren kann und liefern mehr Wärme im Bass, sind aber auch noch mal eine Spur teurer. Ja, am Ende möchte ich euch noch warnen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute chinesische Fälschungen auf dem Markt, die teilweise zu Mondpreisen angeboten werden, also für viel, viel weniger Geld, die äußerlich auch von diesen Saiten hier nicht zu unterscheiden sind. Deswegen meine Empfehlung, kauft bei einem Händler eures Vertrauens, von dem ihr sicher wisst, dass er keinen Mist macht, dass er nicht versucht, mit chinesischen Fälschungen Geld zu verdienen, denn das ist strafbar. Und nur die Original-Pirastro-Saiten liefern auch tatsächlich das, was sie versprechen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. In kürzerer Zeit gibt es noch ein längeres Video, wo ich viele Saiten miteinander vergleiche. Das wird aber noch ein bisschen dauern, das ist noch in der Vorbereitung und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.